Hallo, ich bin der GameMob und herzlich willkommen zu nochmal Decke for Unity Teil 22, 23, was war's? 23, genau. Wir sind immer noch hier in wahrscheinlich wieder Vegan. Und wir nehmen hier jetzt meine Quest an. Schauen wir doch mal, was die uns so anzubieten hat. Guten Tag, wir haben einen. Boah, 43 Gold. Wenn wir dies nach Cross Hope bringe. Also, guten Tag, wir haben ein antikes Dokument, was geschützt in Cross Hope, geschützt und intakt in Cross Hope innerhalb von 31 Tagen ankommen sollte. Wir können 43 Goldstücke bereitstellen für Ausgaben. Nimmst du den Auftrag an? Wo ist Cross Hope? Ja. Das arme Ding ist Jahrhunderte alt. Aber es wurde nicht gut genug präserviert, also intakt gehalten. Also, Entschuldigung. Ich sollte mir das angewöhnen, das nochmal komplett zu lesen, bevor ich das vorlese. Also das arme Ding, also das Dokument ist Jahrhunderte alt, aber es ist in gut genugem Zustand, es wird in gut genugem Zustand präserviert werden, wenn du Victorsa Jolmsley finde sie in Cross Hope. Ich weiß nicht, wo sie ist, aber du wirst deine Kosten von ihr bekommen. Deine Ausgaben. Es ist auch wichtig anzumerken, dass du es nah an deiner Person tragen oder haben solltest. Es ist schon ein Wort im Umlauf, dass es existiert. Sein Alter wird die schlechtesten Menschen anziehen. Es macht dich auf den Weg und es braucht nicht länger wie 31 Tage. Okay, das mache ich doch. Auf der anderen Seite des Landes. Gut, das macht man nicht fürs Geld. Also ja, ich nehme die landermäßige Route nach Osten und hier hoch und hier rüber und ja, genau. Aber ich werde hier auf jeden Fall erstmal einen Punkt setzen, einen Recall-Punkt. Ich habe nicht viel Gold bei mir und nicht viel anderes Zeug. Das würde schon passen. Habe ich Essen bei mir? Ja, vielleicht sollte ich die. Ich
Soll ich das hier mal reintun? Genau. Ja gut, das passt schon. Dann mache ich mich so schnell wie möglich auf den Weg. Bevor ich das mache, muss ich kurz die Vorschau ausschalten. Ich hatte auch noch vergessen, ich wünsche noch allen natürlich nachträglich ein gutes neues Jahr. Ein frohes neues Jahr, ein gesundes neues Jahr, etc. Ja, ich hatte das nämlich gerade vergessen. So. Dann schauen wir doch mal. Ja, letzte Woche gab es noch kein Video. Das witzige Weiße ist mir im nachträglich auffallen, dass die Stimmqualität der Aufnahme tatsächlich erheblich besser klang, wie ich es mir selber vorkam, weil ich habe gerade schon geröchelt. Ich habe irgendwie ein Ruckeln. Wie man gerade sicher gemerkt hat. Ah, ich kann dir das direkt anklicken, wie praktisch. Stimmt, ich habe das mit diesem realistischen Wagen-Dingens. Dann remove ich doch einfach mal alles schon mal direkt, was ich nicht brauche. Ich muss kurz was machen, weil irgendwie das könnte so ein Bug gewesen sein, weil das Spiel relativ schnell ging. Schauen wir mal, ob es jetzt. Die irgendwie ruckelt es trotzdem, ist ein bisschen komisch. Schon muss ich schauen. Aber der Sound hakt zumindest nicht mehr. Ja, ich steige auf und ich habe den ich bin aufgestiegen und ach komm. Aha, weg, 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 alles meins. Gut, ich habe zumindest die Ortschaft erreicht. Wie viel Uhr haben wir denn im Spiel? 12. Ja, aber ich muss mich unbedingt heilen, deswegen.
Und jetzt sehe ich schon, ach, das da ist ein Laden. Ich muss bloß schauen, wo ich hinreißen muss. Ja, ich nehme jetzt die Nordroute, die ist eigentlich recht gut ausgebaut. Das klingt so dumm, aber... Ja, ist halt so. Oh, okay. So, ja, da ist das Spiel abgestürzt. What the fuck? Was war jetzt das? Ach, der hatte den Knopf schon anerkannt. Sehr gut. Was habe ich hier denn überhaupt? Ah, jetzt habe ich das noch nicht eingekauft. Okay. Ja, ich habe auch mal nachgeschaut. Es gibt keine wirkliche Komplettliste, was für Ortschaften es gibt. Es gibt über 15.200 Ortschaften in dem Spiel. Was halt schon mal viel ist. Deswegen, ja, müsste man das tatsächlich komplett per Hand alles machen, und das ist aber auch total, ja, übertrieben, glaube ich. Da Ration nicht schlecht werden, nehme ich mir einfach mal welche mit. Ja, das war so ein bisschen strange mit dem Laden, aber egal. So, dann probiere ich das nochmal.
Okay, das ist so eine Quest. Also ich glaube, das ist die Quest, die spawnt wahrscheinlich in gewissen Abständen dann Gegner. So, demütig. So. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hat ja, ja. Also ich wollte mit dem Klamotten keine Sorgen mehr machen. Ah, ich probiere das jetzt noch einmal. Da verspreche ich noch mal. Ich bin gespannt, ob das was wird. Okay, ist sehr interessant. Leichenpflastern seinen Weg, na komm.
merke, ich habe so viele Gegner platt gemacht. Da gibt es schon keinen Platz mehr. Liegen Leichen rum, das ist total auffällig. Naja. Ja, das ist ein bisschen schneller, würde ich sagen. Jetzt habe ich kaum. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt kein Encounter mehr, aber habe ich mich geirrt. Dann schauen wir doch mal. Warum bin ich hier vom Pferd abgestiegen? Elixierladen, okay. Vielleicht kann ich an den Sachen klicken. Ja, das kann ich nämlich ihm verkaufen. Ich vertick dem einfach nur alles, was ich nicht brauche. Oh ja, es gibt dafür einen großen Markt, aber ich kann es weiter verkaufen. Ich gebe 434 Gold. Passt. Ja, das ist geil. Was hat er denn Schönes?
Schilde, okay. Schön ist, dass man ohne Probleme auf den Wagen zugreifen kann. Ich muss kurz das nachschauen. Ja, ich so besser. Ich habe einen Iron Cross an, okay. Iron ist das nicht eine Klasse, die ich kann. Okay, das stimmt dann schon. Ich glaube, die war die Klasse, die ich mit der ich nichts anfangen konnte. Nichts, die ging jetzt tatsächlich. Okay. Mich natürlich, das hat den besten Rüstungswert, weil es wäre alles anders schwachsinnig. General Polon, das geht glaube ich nicht fix, genau. Da bin ich jetzt mal gespannt. Was denke ich mal alles, was ich im Wagen habe. Oh. Thank you.
gibt mir 936. Ach ja, was soll's. Da habe ich schon wieder ein bisschen mehr Geld dabei. Ja, das Pferd, das hat sich schon rendiert. Südosten. Ja, da müsste ich tatsächlich mal schauen. Also es gibt keine, wie gesagt, komplette Liste mit Örtlichkeit. Also es gibt eine, auch keine, noch keine komplette Liste mit Ortschaften. Da müssen wir mal schauen, ob man das irgendwie aus den Spieldaten rausgewinnen kann. Hätte aber auf jeden Fall was. Also ja, ich habe ja auf der Kutsche das zweite hier das zweite Zeltzeug. Ich habe aber warte mal. Besitze keinen Wagen, okay. Ach, das ist Shane. Nee, hat sich erledigt. Ich hab gedacht, ich hätte was Besseres. Das kann ich nur zum Pferderufen benutzen, okay. Wofür habe ich meine Ration? Obwohl er müsste bei der Ortschaft kommen. Ich glaube, ich bleibe eine Nacht hier über Nacht.
Moin. Ach, da. Und ich bin Ruhe pennen. Ich glaube, ich reise weiter. Eine frisch gezeichnete Karte zeigte den lang verlorenen Ort oder die lang verlorene Örtlichkeit des Grabes von Copperhouse, welches du dir aufschreibst. Okay. So, jetzt will ich mich trotzdem stoppen. Aber ich bin hier nicht mehr willkommen. Thank you.
Ich bin hier noch, ich gehe hier ruhig. Obwohl. Ja, das ist eine gute Frage. Oben rum oder unten noch rum? Obwohl, da kann ich ziemlich in den Bogen schön gerade hochgehen, also. Ja. Ich glaube, dann würde ich doch nach oben gehen. Ich nehme aber dann den normalen Weg, den langen Weg, ist mir dann auch wurscht. Ja, ich glaube, es sind ein bisschen zu viele Zufallskämpfe. Ja, aber mal. Das Pferd rendiert sich schon wirklich, also muss ich schon sagen. Ah, hier ist Oxworth. Okay, dann schauen wir doch mal, wo ich denn hier weiter reise. Entweder hier nach Osten, dann kürzt sich etwas ab, glaube ich. Jo, ich reise durchs Unterholz. Nein, ich möchte nicht Tierspuren sammeln diesmal. Oder Tierspuren suchen. Ich glaube, in die Richtung muss ich. Ja, komisch passt ja.
So, aber an dieser Stelle beende ich tatsächlich den Teil. Ich hoffe, der Teil gefallen hat. Ja, dann bitte das nächste Mal wieder einschalten. Dann geht es an dieser Stelle weiter. Hoffentlich etwas weniger verplant, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, die Frequenz, in der man da belagert wird, ist doch ein bisschen höher wie sonst. Aber das liegt sehr wahrscheinlich an der Quest. Ich habe nur 28 Tage Zeit, also das werde ich schon schaffen, hoffe ich.